Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Ich habe Roboter gehört. Ganz sicher. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht Joachim, ich weiß auch nicht Hans-Peter, aber ich weiß, ich habe einen Roboter gehört. Oder war es nur der Wind? Das himmlische Kind. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst. Gehen wir mal in das rote Haus. Rot ist die Farbe der Liebe und des Lebens. Da wird bestimmt nichts Schlimmes drin sein. Nach Videospielfarben, also wenn man ne, nach Videospiellogik kodiert, würde das rote Haus entweder bedeuten, dass das der schwere Schwierigkeitsgrad ist oder dass das Haus sofort explodiert, wenn ich drauf schieße. Ah, und schon sind irgendwelche Fässer drin. Und eine Landmine. Okay, vielleicht gar nicht so falsch mit, dass das ganze Haus sofort explodiert. Witzigerweise. Punkrock. Der Punkrock. Ich glaube, wir müssen mal wieder unsere Figur uns anschauen. Vielleicht haben wir sogar schon wieder Kleidung gefunden, die tatsächlich Sinn macht. Die haben ja Werte, die Kleidungsstücke. Da könnte man schon mal gucken. Aber die hier haben keine Werte. Ich meine, mit dem Cappy sieht sie halt so aus, als hätte sie einen Fukuhila auf. Und ich meine, wir sind hier in den 80ern. Ich meine, sie hat ja auch einen Fukuhila. Aber wenn schon rückwärts, oder? Wir sind red. Okay, machen wir das. Genau, bei der Gasmaske haben wir das ja Problem, dass. Haben wir das ja Problem, dass die. Red. Die Augenklappe ist nicht schlecht, dass das das Gesichtsfeld so einschränkt. Aber zur Augenklappe hätte ich dann gern die normalen Haare, weil dann sehen wir wirklich aus wie Snake Plissken aus dem Film. Die Klapperschlange. Der spirituelle Vorgänger von Metal Gear Solid. Aber nein, bleiben wir so. Ah ja. Make-up-Augen. Sieht man jetzt ganz gut. Nee, Kriegsbemalung. Hals. Kein. Jacke. Flieger. Hardcore. Overall. Hemd. Pink T-Shirt. Hose. Okay, können wir uns jetzt quasi aussuchen. Wir haben jetzt Feuerwiderstand. Das wäre auch Feuerwiderstand. Das ist schon cool irgendwie. Oder Explosionswiderstand. Nehmen wir den coolen Punkrock Pink. Passt jetzt gar nicht zur oberen Hälfte. Aber who gives a shit? Sind die alle tot? Sieht uns eh keiner mehr. Jetzt können wir endlich mal modische Statements hier setzen. Nehmen wir die Stiefel dazu. Sadala, haben wir Fallschaden. Ich bin ein großer Fan von Fallschaden. Insofern. Sonics. Eine Audiokassette. Sammelgegenstand. Okay. Ja, na gut. Dann könnten wir noch... Irgendwo war noch ein Gebäude. Ah ja, genau das, das ich jetzt angucke. Der Schuppen hier. Könnten wir uns noch anschauen. Und ich würde sagen, warum nicht, oder? Es ist schon wirklich so, dass man wirklich nicht viel
Nützliches findet. Zumindest bis jetzt weiß ich nicht mal, für was brauche ich denn Zwirn überhaupt? Was mache ich denn mit Zwirn? Kann ich irgendwann mal wirklich gute Kleidung machen mit echt guten Werten oder so? Oder ich weiß es nicht. Was bringt mir dieser Zwirn? Warum sammle ich so viel Zwirn? Ich meine, Looten ist Selbstzweck, ist schon klar. Bisschen. Aber motivierender Loot ist besser als unmotivierender Loot. Und zwar deutlich besser. Wirklich motivierendes Looten kann mir auch das langweiligste Gameplay noch verkaufen quasi. Oder schmackhaft machen. Aber unmotivierender Loot ist halt so, ja, nehmen wir schon mit, aber keine Ahnung. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich frag mich, wie dieser Fernseher hier läuft. Der hat kein Stromkabel, hier sind nirgends Steckdosen, der hat kein Antennenkabel, kein Satellitendingens, gar nichts. Ich meine, er sendet auch nichts, aber es ist schon ein bisschen mysteriös und macht mir Angst. Ah, jetzt geht's mir besser. Geisterfernseher besiegt. Ein Geisterfernseher weniger in dieser gefährlichen, dunklen Welt voller Roboter. Es ist schon interessant, ich bin ja in solchen Spielen, gerade in so Survival-Spielen, immer ein ziemlicher Schisser. Ich habe schnell wirklich auch mal Angst einfach. Vor allem vor sowas da. Okay. Aber hier geht's, weil die Gegner Roboter sind. Und Roboter machen mir einfach nicht so viel Angst. Wären das jetzt irgendwie Dinosaurier oder irgendwas, das laut schreit oder Geister oder Zombies, wäre mir gleich ein bisschen mulmiger zumute. Aber Roboter sind meine Freunde. Roboter haben mir nie was getan. Roboter waren immer gut zu mir. Und ich war immer gut zu Robotern. Mein Roboter, mein Roboter und ich, wir sind gespannt, denn gleich geht's wieder rund. Tarateltatap, taratap. Im Westen hat ja KI und Roboter schon oft eine eher negative Konnotation. So, wenn man sich so die Machwerke mal anguckt. Was denkt man im Westen, wenn man KI hört? An Skynet zum Beispiel, der Terminator. Ich meine, gut, der wurde ab dem zweiten Teil ja doch eher ein bisschen positiv besetzt. Das stimmt. Aber es ist schon eher immer so die Dystopie. Die Zerstörung der Menschheit. Horizon hat sie als letztes auch wieder gemacht und so. Hier spielen wir auch gerade ein Spiel. Das ist eher so der westliche Ansatz, wenn es um Roboter und KI und Automatisierung geht. Das ist in Japan zum Beispiel schon ganz, ganz anders, ne? Wenn man da an Roboter denkt, dann denkt man an Gundam und große, coole Kampfroboter und Freunde und Helfer und Gefährten durch dick und dünn. So ungefähr. Ist schon was anderes. Ich weiß nicht, was der Westen gegen Roboter hat. Ich mag Roboter. Im Herzen bin ich einfach Japaner. Außer wenn es um die Arbeitsmoral geht. Aber ansonsten... So, ich fahre jetzt die Straße so lang entlang, bis eine Abzweigung nach rechts kommt. Ich ignoriere die Abzweigung links. Oder bis Gegner kommen. Gegner ignoriere ich nicht, die machen wir kaputt. Ah ja, ich war mir nicht sicher. Aber doch, anscheinend. Ah ja, Hündchen. Mist. Mann ey, ich glaube, der ist irgendwie extra gepanzert oder so. EMP-Batterie, platziert. Sprengladung, platziert. Waffe gezogen. Wartemodus aktiviert. Gegner besiegt. Zumindest der gepanzerte. Die anderen haben wir noch, aber die sind nicht so krass, glaube ich.
Na, come on. Versteckt seinen Schwachpunkt einfach hinter irgendwelchen blöden Gräsern und Ästen. Nanüchen, wo ist denn der Letzte? Ah, da ist er. Hä? Ich sehe ihn nicht. Ah, hier. Hell yeah! Rodeldy Bodelbrod. Rhabarbarabarba. Oh oh! Was? Der Teufel. Was? Hilfe! Eine Relais-Antenne ist hier. Die muss ich wahrscheinlich wieder zerstören. Gibt ganz viel Erfahrungspunkte. Und dann... Oh, jetzt sind hier schon zwei. Da oben. Ulven kennen wir ja schon. Aber jetzt ist hier auch noch Jack de Maskin. Der Teufel von Nora Slatholmen. Das bist du gleich nochmal. Der Tyrann von irgendwas. Na dann. Haben sich ja zwei gefunden. Mein Draht, muss ich übrigens mal sagen, ist echt stabil. Das war ungefähr genauso nah an der Explosionsquelle wie der Roboter. Und der Roboter ist voll so... Hat er gemacht. Und mein Draht so... Yo. Cool bicycles don't look at explosions. Ich glaube, der Traktor ist kaputt. Der Panzer leider auch. Ich verstehe es immer noch nicht. Ein Panzer. Und guckt euch die Dinger an. Was wollen denn die gegen so einen Panzer? Aber ja, wahrscheinlich sind das da oben, die beiden Panzerknacker. Da bin ich schon gespannt drauf. Und habe Angst. Jetzt habe ich doch Angst. Bisschen Angst habe ich doch. So ganz alleine in so einer leeren, toten Welt, das ist einfach ein mulmiges Gefühl. Vor allem, wenn man weiß, dass Gefahren lauern. Ansonsten geht's ja. Ansonsten bin ich ganz gern allein. Aber so allein und dann auch noch überall tote Killerroboter, das ist nicht so angenehm. Tote Killerroboter? Nee, warte mal. Das war falsch. Tödliche Killerroboter. Aha. Was ein paar Buchstaben ausmachen können. Ich finde das irgendwie gut, dass immer auf der Beifahrerseite unten im Fußraum Rucksack steht. Weil das ist so realistisch. Das ist bei uns auch immer so. Entweder mein Rucksack oder Marilyns Tasche oder irgendwas, Einkaufs, irgendwas ist immer da unten im Fußraum. I can relate. Jetzt bin ich wieder nicht dazu gekommen, meine alte rostige Maschinenpistole zu testen. Beim nächsten Mal. Ob die wirklich macht? Oder nur Radadum, Radabutschki, Rabombo. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist schon eher ein Radadadadada und kein Rabutski, Rabatski, Rabum. Ah, hier kann ich, glaube ich, Geister beschwören, die mich dann im Kampf unterstützen. Fände ich zumindest gut. Radabratschko. Ich bin so bekloppt manchmal. Ich schäme mich manchmal vor mir selbst. Segesta 1. Die Frage ist, wollen wir nach Segesta 1? Kamera, kannst du bitte mich nicht so bevormunden? Also wirklich. Wollen wir doch schnell nach Segesta 1 schauen? Ich weiß es ja auch nicht. Okay. Segesta 1, ich komme. Pack schon mal das Gepäck aus. Ich komme mit Früchtetee im Gepäck. Weil vielleicht ist das sogar ein Speicherpunkt hier, Stagetzka. Bauernhof Stagetzka. Ziemlich viel kaputte Roboter hier. 100 Erfahrungspunkte. Okay. Okay. Oh ja, er hat sich irgendwie gut verbarrikadiert und konnte ziemlich viel Roboter ausschalten. Aber dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Ah ja. Da hat sie ihn dann doch erwischt.
Roboter im Haus. Oh oh. Oh oh. In Kampf eingestiegen. Ah. Radaklebong hat's gemacht. Und der Roboter so. Das war toll. Noch eine Taschenlampe. Man kann nie genug Taschenlampen haben. Okay, gut. Wenn man mehr als eine hat, dann hat man zu viel. Aber ansonsten... Aha, guck mal, jetzt kann ich einfache Erste-Hilfe-Sets craften. Jetzt habe ich hier ein Rezept gefunden. Ja, für Rezepte lohnt es sich vielleicht schon, sich ein bisschen umzusehen. Das stimmt. Und vielleicht finde ich ja auch coole Artefaktwaffen. Nur halt noch nicht. Bis jetzt. Aha. Oh. Coole Artefaktwaffe! Schauen wir mal, ob das eine bessere Version von unserem ist. Wahrscheinlich eher wieder eine schlechtere. Euer Kamin ist zugemauert. Das ist interessant. Naja. Schon ärgerlich, ne? Da werben wir 500.000 so Hundebots ab und dann kommt eine so eine kleine Wanze durch die Hintertür rein. Aber vielleicht hätten die halt ihre Hintertür auch mal ein bisschen verbarrikadieren sollen. Aber bei denen schauen wir in die Scheune. Die haben Waffen und so. Die haben vielleicht noch andere Sachen, die Freude machen. Jetzt guck ich kurz hier. Nee, ist wieder ein nutzloses Gewehr. Schade, dass das Spiel so viel nutzlose Sachen hat. Da hätte man noch ein bisschen an der Progression und der Belohnung und so feilen können, finde ich. Dass das ein bisschen motivierender wird. Hätte man machen können. Aber gut. Muss ja nicht. Ist ja eh okay. Kann ja jeder machen, was er will. Ich sage ja nur, was ich so für richtig halte. Da ist ja noch einer. Aber ich will ja niemandem vorschreiben, wie er sein Spiel zu machen hat. Das sind ja nur Empfehlungen. Die haben mich aber echt ganz schön, also muss man schon sagen. Ganz schön Krieg, den die hier geführt haben. Na gut, hier ist es scheinbar leer und langweilig. Doppel-L. Leer, langweilig, lustlos. Karte, genau. Dann gehen wir jetzt, aber fahren wir jetzt mit dem Rad. Im Grunde, wenn wir bei der Ausfahrt wieder rauskommen, geradeaus weiter, da ist die Relaisstation. Die machen wir kaputt und dann ist es gar nicht mehr weit bis zur nächsten Hauptmission. Bin gespannt, ob die uns dann noch weiter hier irgendwo rumführt oder ob wir dann schon langsam eh schon auf die Seite hier müssen. Da habe ich ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe mal, die 1 dahinter heißt, dass die quasi super low level und nicht so schlimm sind. Aber hier, Chuck Muskin und Ulven. Ja. Spawnen die eigentlich, wenn ich genug Leute kaputt gemacht habe oder wie? Die Schergen. Steht da Schergenregion? Schergengartenregion.
Dann haben wir die Südküstenregion, die Bergregion, Ackerlandregion, Waldregion, Marschlandregion. Warum ist alles kleingeschrieben außer Ackerlandregion? Was ist an der Ackerlandregion so wichtig, dass die All Caps geschrieben ist? Nur mit Geruch-Buchstaben. Warum? Wir werden es rausfinden. Ja, wahrscheinlich, weil da aktuell die zwei Bosse unterwegs sind. Ach, stimmt ja gar nicht. Die sind ja noch hier. Oh Gott, die Map ist so groß. Hey, guck mal. Wirklich jetzt. Das alles hier. Das ist quasi der Tutorial-Part, oder wie? Und jetzt muss man sich an Ulven und jetzt Musik vorbeikämpfen, damit dann das Spiel erst richtig losgeht, habe ich das Gefühl. Naja. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.